Mahlzeit, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu einem weiteren Destiny 2 Video. Heute mal nicht so wie gewohnt ein Let's Play von Destiny, sondern ein reiner Guide rund um die träumende Stadt. Wie kommt ihr in die träumende Stadt? Und ganz wichtig ist der Questschritt, um in die träumende Stadt zu kommen, sorgte für manche Spieler für Verwirrung, denn es ist nicht ganz klar, wie man oder was man da tun muss, um in die träumende Stadt zu gelangen. Und das möchte ich auch euch gerne heute erklären, wie das funktioniert, ausführlich, und dass auch jeder in die träumende Stadt gelangt, um in den Endgame-Content von Destiny 2 Forsaken mitwirken zu können. Für die Leute, die nicht wissen, was die träumende Stadt ist: Die träumende Stadt ist halt die größte Karte in Forsaken. Ist ungefähr, oder was heißt ungefähr, ist so groß wie die Karte Nessus. Die träumende Stadt bietet zahlreichen Content von Patrouillen bis hin zu öffentlichen Events, und der Raid ist auch dort vertreten. Also ich könnte stundenlang faseln, was da alles so abgeht. Da spielt auf jeden Fall die Musik, da müsst ihr auf jeden Fall hin, denn ihr habt da massenweise zu tun. Und ihr werdet es auf gar keinen Fall bereuen, und ich möchte auch gar nicht lange rumfaseln. Ich würde sagen, wir fangen jetzt auch langsam mal an und hoffe, dass ihr nach dem Guide in der träumenden Stadt angekommen seid. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, wie ihr den Guide fandet. Habt ihr damit Probleme gehabt? Seid ihr in der Stadt angekommen? Wie findet ihr die Stadt? Sagt mir bitte eure Meinung. Also, wir legen los. Nachdem ihr die 8 Barone besiegt habt, getötet habt und Iron Soft besiegt habt, bekommt ihr diesen Questschritt, dieser gelbe Talisman. Als allererstes müsst ihr 3 verlorene Sektoren leerräumen. Die habe ich euch gleich mal markiert, A, B und C, weil in dem Questschritt steht nicht drin, wo, oder die werden nicht markiert, wo die verlorenen Sektoren sind. Deswegen habe ich sie euch mal markiert. Einfach hin, da tut ihr ein bisschen Action machen, tut den Champion aus dem verlorenen Sektor besiegen und macht die Truhe auf, kriegt natürlich auch noch gleich ein bisschen Loot. Und ja, das macht ihr dann halt mit allen dreien. In den ersten Sektor, finde ich ganz lustig, guckt es euch selber an, das ist ein Sektor, den habt ihr noch nie gesehen, also von der Atmosphäre her. Ja, wie gesagt, in jedem Sektor halt den Champion töten, Truhe öffnen, ganz wichtig ist die Truhe öffnen, sonst zählt der verlorene Sektor nicht als erledigt. Ihr könnt selber entscheiden, ob ihr euch da Zeit lasst, ob ihr ganz in Ruhe die Sektoren macht und euch das in Ruhe anguckt, oder ob ihr einfach mal durchrennt, schnell den Boss killt, weil euer Powerlevel ist dementsprechend, ihr könnt eigentlich volle Kanne durchlaufen und euch ganz und gar auf den Sektorenchef konzentrieren, ist beides möglich, wie ihr möchtet. Der nächste Schritt ist ganz einfach. Spider möchte von euch, dass ihr Besessene tötet. Es ist keine Zahl angegeben, sondern eine Prozentzahl, die immer weiter steigt, sobald ihr Besessene getötet habt. Am besten eignet sich dazu meiner Meinung nach der Strike in der europäischen Todeszone, der auf der rechten Seite der Map ist. Als nächstes müsst ihr euch um ein spezielles Event kümmern. Absorbiere Dunkelheit vom verdorbenen Äther im öffentlichen Event Ätherernte in der Vierhornschlucht. Besiege 3 Häuptlinge und schließe das Event ab, um den Fortschritt zu erzielen. Das öffentliche Event habe ich euch hier markiert. Es geht wirklich, es ist ganz wichtig, dass es um die Ätherernte geht. An dieser Position kommen verschiedene öffentliche Events. Ihr müsst da so lange warten oder patrouillieren, bis halt dieses Äther-Ritual kommt, wo diese 3 Häuptlinge sind. Die müsst ihr dann alle zur Strecke bringen und könnt somit den Questschritt dann wieder aktualisieren.
Habt ihr das erledigt und habt das öffentliche Event absolviert? Bittet Spider euch wieder einmal zurück in sein Versteck und gibt euch einen neuen Meilenstein, ein Summen des Sternenlichts. Dadurch erhaltet ihr die Quest, die ihr benötigt, um die träumende Stadt das erste Mal betreten zu können. So, nun könnt ihr die Quest annehmen und euch auf den Weg zu Petra machen. Petra ist schon auf dem Weg in die träumende Stadt, braucht aber zunächst eure Hilfe. Auf dem Weg zu Petra stößt ihr auf ein paar Feinde, die haben es ganz schön in sich. Ist auf jeden Fall sehr interessant, ihr müsst ein bisschen kämpfen, also 500er Power Level ist vorausgesetzt. Ihr kommt ein paar Sprungpassagen vorbei, paar Hexen, paar Ritter und. Wenn ihr dann bei Petra Venge angekommen seid, erfahrt ihr, dass ihr, um in die träumende Stadt zu kommen, eine Opfergabe braucht. Aber keine Sorge, es ist gleich vor der Haustür, da ist eine Gruppe von Gegnern und hier dieser komische Vogel hier. Den müsst ihr bezwingen, aber Vorsicht, also der Kampf hat es hier auch ganz schön in sich. Da müsst ihr aufpassen. Der war wirklich sehr lustig gewesen. Haltet eure Super bereit, eventuell schwere Munition, also der ist schon etwas kniffelig. Wenn ihr den Champion besiegt habt, bekommt ihr dann auch endlich die Opfergabe für das Orakel. Diese bringt ihr dann wieder zu Petra Venge und ihr seht eine Reihe von Videoausschnitten, die euch was über die träumende Stadt erzählen und könnt dann auch endlich dann zu Petra Venge in die träumende Stadt, die euch auch gleich Beutezüge etc. anbietet. Ja, die ganzen Ausschnitte, Videoausschnitte über die träumende Stadt möchte ich euch jetzt nicht unbedingt zeigen. Macht euch bitte selber ein Bild von der träumenden Stadt. Und schreibt mir bitte mal gerne in die Kommentare, was ihr von der träumenden Stadt haltet. Habt ihr schon Erfahrung mit der träumenden Stadt gemacht? Wie findet ihr sie? Wenn euch der kleine Guide zur träumenden Stadt geholfen hat und ihr dadurch überhaupt keine Probleme mehr hattet, in die Stadt zu kommen, könnt ihr mir das auch gerne in die Kommentare schreiben, damit ich Bescheid weiß, dass ich da auch irgendwas richtig gemacht habe. Falls ihr aber Probleme habt und was nicht versteht, schreibt mir eine E-Mail, die E-Mail steht unten in der Beschreibung, oder schreibt in die Kommentare, ich versuche euch schnellstmöglich zu helfen, damit auch endlich ihr in die träumende Stadt kommen könnt und Destiny 2 Forsaken endlich mal in vollen Zügen genießen könnt. Ja, das war's von meiner Seite jetzt auch gewesen. Wie gesagt, falls ihr Probleme habt mit dem Guide oder überhaupt, um in die träumende Stadt zu kommen, schreibt mir ruhig in die Kommentare, schreibt mir eine E-Mail, die steht unten, wie gesagt, in der Beschreibung. Ich werde auf jeden Fall in der träumenden Stadt, ich habe die träumende Stadt selber noch nicht gesehen, ich bin noch nicht weit gekommen, werde mir das mal alles angucken, werde auf jeden Fall eine Menge Content noch bringen. Falls ihr nichts verpassen wollt, lasst ruhig ein Abo da, dann könnt ihr auf jeden Fall immer sehen, wenn ich irgendwas Neues bringe. Und ich würde mich natürlich auch über ein Like freuen und auf jeden Fall eure Kommentare, damit ich ein bisschen was zu schreiben habe. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Stefan. Ciao, ciao.